lang, wie lang bin ich noch allein? Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Programm. Der erste Teil soll ganz Freddy, auch Manfred Quinn genannt, gehören, der am 27. September 1931 in Wien geboren wurde. Der zweite Teil gehört dann ganz Gitte. Als Schlagersänger verkaufte Freddy rund 60 Millionen Tonträger. Außerdem wirkte er in mehreren Filmen mit, die meist die Titel seiner Hits trugen. Er ist mittlerweile 91 Jahre alt und seit vielen Jahrzehnten Wahlhamburger. Der erste Song Heimweh war die deutsche Coverversion von Dean Martins Hit Memories Are Made of This und entstand 1956. Heimweh hielt sich 5 Monate in der deutschen Hitparade. Das ist bis heute ein Rekord. Ähnlich lange an der Spitze hielt sich nur Katharina Valentes Ganz Paris träumt von der Liebe. 1957 folgte der Film Heimweh, dort wo die Blumen blühen, mit Rudolf Brack in der Hauptrolle. Freddy durfte noch nicht mitspielen. Seine Stimme erklang lediglich im Vorspann. Beim folgenden Song, Heimatlos, war das schon anders. Im gleichnamigen Film von 1958 bekam Freddy eine kleine Rolle und durfte sich selbst spielen. Witzigerweise war es die B-Seite von Heimweh, erreichte aber nur Platz 2 der deutschen Charts. Wo ist gut? Gut. Dann wollen wir jetzt Heimweh haben. Heimatlos sein. Heimweh. Ist keiner auf der Welt.
1954 wurde Freddy in der Washington Bar in Hamburg, St. Pauli, von Jürgen Roland als Talentsucher für Polydor entdeckt. Polydor ermöglichte ihm anschließend von 1954 bis 1956 eine Gesangsausbildung an der Musikhochschule in Hamburg. Seine erste Schallplattenaufnahme machte er 1955 unter dem Pseudonym Frederico Quinn, und zwar für Telefunken. Seine Platte Heimweh verkaufte sich aber schlecht. Da sie von den Rundfunkanstalten weitgehend ignoriert wurde, also die Krone hat dem Ganzen der Bayerische Rundfunk aufgesetzt, denn sie haben das Lied als Schnulze des Jahres verunglimpft und vor offenem Mikro die Platte zerbrochen. Oh, ja, sehr falsch. Schlimm. So. Trotzdem fand das Lied reißenden Absatz. 1958 vertrat er in Deutschland beim Grand Prix d'Eurovision mit dem Titel So geht das jede Nacht. Welchen Platz er damals errang, ist nicht bekannt, da in jenem Jahr nur die Siegertitel offiziell bekannt gegeben wurden. In dem Falle Luis Assia mit ihrem in Französisch gesungenen Lied Refrain für die Schweiz. So. Ja, das dritte Lied stammt aus dem gleichnamigen Film von 1959, Freddy, die Gitarre und das Meer. Hier spielte er schon die Hauptrolle, einen Seemann, für den er fortan immer gehalten wurde, obwohl er nie zuvor zur See gefahren war. Der Song erreichte wiederum Platz 1 und brachte Freddy den Goldenen Löwen von Radio Luxemburg ein und eine Platin-Schallplatte. Das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Und als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Die allesamt 1959 entstanden,
sind aus Filmen, in denen Freddy zwar eine Rolle spielte, aber jeweils wieder Freddy hieß. Im ersten Film sang er den Titelsong Unter fremden Sternen und Du musst alles vergessen. Des Films Weit ist der Weg. Ausnahmsweise spielte Freddy mal keinen Seemann. Für den Filmdienst war Weit ist der Weg eine belanglose Mischung aus Rührstück, Kriminalstory und Musikschnulze. Kitsch der Marke Freddy singt die Welt in Ordnung. Fazit: ein Drittel Geklampfe, zwei Drittel Gekrampfe. So dieses sehr böse bei Cinema, ja? Also ich finde doch ziemlich starken Tobak, ja? Okay. Also, weit ist der Weg.
Weit ist der Wind, der Weg ist so weit. Weit ist der Wind, der Weg ist so weit. Weit ist der Wind, der Weg ist so weit. Weit ist der Wind, der Weg ist so weit. Weit sind die endlos grünen Wälder. Der Weg ist so weit. Brennt die Sonne auf die Felder, der Weg ist so weit. Irgendwo einsam in dunkler Nacht hab ich daran gedacht. 1000 Meilen von zu Haus sieht die Welt ganz anders aus. Dir wird auf einmal klar, was die Heimat für dich war. 1000 Meilen von zu Haus sieht die Welt ganz anders aus, weil es keinen Menschen gibt, der dich liebt. Der Weg ist so weit, weit ist der Weg, der Weg ist so weit. Kennt das heimlich stille Sehnen, der Weg ist so weit. Wer zählt die ungeweinte Tränen, der Weg ist so weit. Nur wer die Welt so wie ich gesehen, entstandenen Film Melodie der Nacht hat Freddy einen Taxifahrer gespielt. Wiederum der Versuch eines Krimis, der nicht so ganz geglückt ist. Als Partnerin hat man ihm Heidi Brühl gegeben. Und er hat vertraglich festgelegt, dass sie nicht singen durfte. Ja. Ganz wie es Art einer Primadonna ist, ja. Sie hätte ihn an die Wand gesungen. Aber sie hat sie ihm heimgezahlt. Indem sie nämlich das nächste Lied, was gleich danach kommt, auch aufgenommen hat. Und zwar ging es ja um den 100 Mann und ein Befehl. Und damit hat sie dann von dem großen Kuchen ein ganzes Stück abbekommen. Ja. Jetzt sind wir erstmal in Berlin, nachts unterwegs. So.
Melodie der Nacht, wenn die Dunkelheit erwacht, zieh ich durch die große Stadt. Einsamkeit mein Schritt, es geht niemand mit mir mit, durch die menschenleeren Straßen. So bin ich allein und frage mich, gibt's kein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält, der genau wie ich einsam ist? Melodie der Nacht, du hast Freud und Leid gebracht, doch die Nacht, sie wird vergehen. Melodie der Nacht, wenn ein neuer Tag erwacht, wird dein Klang im Wind vergehen. Ich bin allein und frage mich, gibt's ein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält, der genau wie ich einsam ist? Melodie der Nacht, du hast Freud und Leid gebracht, doch die Nacht, sie wird vergehen. Melodie der Nacht, wenn ein neuer Tag erwacht, wird dein Klang im Wind verwehen. Ja schon die Rolling Stones und auch die Beatles und er hat dann ein Lied gegen die aufkommende Protestbewegung linksorientierte Studenten gesungen. Auf der A-Seite der Schallplatte behandelte er mit einer Handvoll Reis den Vietnamkrieg. Anschließend verlegte er für einige Jahre seinen Hauptwohnsitz in die USA. Seine letzte Nummer 1, 100 Mann und ein Befehl, der jetzt kommt, war eine deutsche Coverversion des Titels The Ballad of the Green Berets von Sergeant Barry Sadler, die 1966 veröffentlicht wurde. Diesen Titel hat, wie gesagt, auch Heidi Brühl mit großem Erfolg gesungen. Und ein Weg, den
Mix. Quinns melancholische Lieder, die meist vom Meer der weiten Welt und von Abschied, Einsamkeit und Fernweh handeln, fanden in der Nachkriegszeit in Deutschland ein breites Publikum. Seine unter anderem von Bert Kempfert und Lothar Olias und James Last komponierten und produzierten Seemannsballaden kamen gut an. Er hatte zwischen 1956 und 1966 sechs Nummer 1 Hits in den bundesdeutschen Charts. Insgesamt hatte er 26 Platzierungen in den deutschen Top 10 und war in dieser Zeit der erfolgreichste Interpret in der Bundesrepublik. Er wurde zum ersten bundesdeutschen Schallplattenmillionär. 1963 hatte sich sein Vermögen bereits versechsfacht. Ich bringe, wie gesagt, ein Medley aus drei seiner Songs, die 1961 und 62 entstanden sind. Ja. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Braut ist die See und nur er kann erfreulich sein. Wenn der Südwind sein Lied singt, dann winkt mir der große Freiheit Glück. Heute Nacht muss ich zurück an Bord. Denn mein Schiff fährt ohne mich nicht fort. Lebe wohl, fällt auch der Abschied schwer.
Firmatrosen ist die See. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und irgendwas schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder entstanden, aber da es wie ein Abgesang an seine Schallplattenkarriere klingt, soll es den ersten Teil meines Programms beschließen. Jetzt tritt er nicht mehr auf und gibt auch bis auf wenige Ausnahmen auch keine Interviews. 2021 war das seit längerer Zeit das letzte, in dem er über seinen Alltag als Rentner und seine neue Liebe sprach. Er sei glücklich in einer Beziehung mit seiner Freundin Rosi, die er laut eigenen Aussagen bereits seit den 70er Jahren kennt. Viel Glück kann ich nur sagen. Nun also vergangen, vergessen, vorüber. Weiten Meeren, wo
falsche Schiff im Sturm zerschellt. Nicht ein Wort und nirgendwo ein Name. Das ist jemand los auf dieser Welt. Vergang, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Die Zeit deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Und 20 Minuten geht's dann weiter mit Volldampf, mit Gitte. Ich hoffe, dann sind noch alle da. Ja, da gehe ich jetzt mal von aus. Und ihr wisst ja alle, in der AA ist der größte Teil der Kunst kostenlos, aber nicht umsonst. Deswegen gehen wir gleich noch mit einem kleinen Spendengefäß rum, damit unsere wunderbaren Künstler vielleicht auch noch den einen oder anderen Schein, wohlgemerkt, nicht Winst, Schein, mit nach Hause nehmen kann. Vielen Dank und wir wünschen euch eine wunderschöne Pause. Jo.